Servus YouTube und Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Uncharted 4 Thief's End. Wir sind in New Devon. Wir erkunden jetzt mal hier ein bisschen weiter. Was es hier eventuell noch gibt. Warum geht mein Timer hier nicht los? GG, Digga. Gerade schon einmal drauf gedrückt, juckt's einfach nicht. So, ganz kurz hier die Seite wieder wechseln. Sodley. M14 Carsten. Oh, ne. Fühle ich nicht so. Vielleicht durch diese Höhle. Ja, sehen wir nach. Ja, ich glaube, hier ist nichts mehr. Man muss aber schon sagen. Warte mal, hier ist noch einer. Oh, das ist eigentlich. Ich weiß nicht. Na komm, ich nehme ihn doch mal mit. Was haben wir denn hier Schienes? Also anscheinend gibt's hier auch irgendwas. Oder auch einfach nichts. Nee, ich glaube, hier kann man einfach nur runterfliegen, oder? Ja. Scheiße. Hab mir schon Wunder gedacht, was es hier geben wird. Ich hab das Gefühl, dass ich doch da runter muss. Scheiße, nee, oder? Das kann sich geben. Ich glaube, ich muss da doch runter. Hoch muss ich auf jeden Fall nicht. Und hier gibt's keine andere. Ich muss, glaube ich, doch runter. Oh, da hinten. Mann, oh Mann, nee. Frech. Oh. Alter. Hey, hier ist was. Adressiert an Richard Ward. Gründer Ward, ich habe euch prompte. Ich habe euch prompte Vergeltung versprochen. Da ihr von mir genommen habt, habe ich von euch genommen. Gezeichnet Gründer Baldridge. Oh Gott, hat er die Frau umgebracht von ihnen. Sie waren beide Gründer? Ja, sie haben sich wohl gegenseitig attackiert. Warum? Wir. Verfolgungswahn oder Geld? Ja, tja. Mehr Geld, mehr Problem. Wow, okay. Strömung ist ziemlich stark. Das wollte ich doch haben. Runde Mogulbox. Der Mogul, 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 Mogul. Ey, es gibt so viel Mogul-Zeug. Es ist zu hoch für eine Räuberleiter. Das sollten wir doch locker schaffen. Unter Wasser. Safe, oder? Nee, doch nicht.
da oben. Nate, hey, ich sehe da oben ein paar Kisten und Vorräte. Willst du dich mal hochziehen? Ich wollte nur ein Gentleman sein. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, aber Ärger hatte ich eigentlich so schon genug. Vielen Dank. Scheiße. Ach so, geht's auch. Bist du okay? Ja. Mir geht's gut. Und dir? Ja. Tja, wieder nass, müde, angeschlagen, ein bisschen hungrig. Könnte was essen. Aber sonst geht's mir gut. Ich glaube, wir müssen da lang. Okay, na los. Gehen wir weiter. Ne. Also auf jeden Fall ein Schatz. Mogul Kopfschmuck. Ja, es geht mogultastisch weiter. Gehabt. Aber du glaubst nicht, dass sie es war. Ich finde es nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Averys. Ganz genau. Tja, da war Averys wahrscheinlich. Letztendlich wollte er alles für sich. Spanischer Messingkelch. Auch nicht schlecht. Wunderschön. Was ist das? 9. September 1718, Gründer Baldrige. Ich habe erfahren, dass ihr eure Soldaten versammelt, um mich anzugreifen. Als gleichgesinnter Pirat und als Freund vor unserer Zeit in Lepertalia bitte ich euch inständig, mich anzuhören. Ich weiß nicht, wer die Saat unserer aktuellen Zwietracht gesät hat, aber folgendem bin ich mir sicher. Wird der Bürgerkrieg fortgesetzt, wird alles zusammenbrechen, worauf wir unser Leben lang hingearbeitet haben. Die Geschichte wird sich an uns nicht als Pioniere erinnern, sondern als Narren. Wir müssen diesen Konflikt ein Ende setzen, gemeinsam. Mit vereinten Kräften würden wir über die stärkste Allianz auf der Insel verfügen, die anderen Gründer werden sich uns entweder anschließen oder unsere Übermacht zum Opfer fallen. Wenn ihr zustimmt, entzündet heute Abend eine Kerze in euren Arbeitszimmer. Das werde ich als Zeichen ansehen, dass ihr zur Besinnung gekommen seid. Falls nicht, denkt daran, dass wir mir sowohl Wand als auch England nach dem Leben trachteten und gescheitert sind. Gründer Condent.
Verdammt. Ist ja wie ein Herr der Fliegen hier. Was du nicht sagst. Nie gesehen. Ja, hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Hey, sieh mal da. Die Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Ja, improvisierte Verteidigung. Sie hatten wohl nicht erwartet, gegeneinander zu kämpfen. Wohl nicht. Alles Idioten. Rechts an ihnen vorbei und an der Hauswand liegt der Schatz. Ja, das wäre hier dann eigentlich. Jetzt sehe ich aber keinen Schatz. Nope. Na dann, Jente. Ich glaube, dass es noch nicht das hier ist. Aber das kann ich mir nicht erklären. Oh, schöner Wasserfall. Da heißt es wohl wieder schwimmen. Scheiße. Warte, ich drücke ihn runter. Toll, danke. Okay. Gern geschehen. Danke. Du bist ein tolles Gegengewicht. Ich meine... Solltest du auch. Tja, wo jetzt hin? Das Wasser geschluckt. Geschafft. Ich finde einen Weg für dich. Das sollte gehen. Okay, weg da! Bitte! Okay, gut. Räumen wir das aus dem Weg. Okay. Sieh mal, Thomas Tews Siegel. Das ist sein Anwesen. Der zweite Mann. Wir arbeiten uns nach oben.
Oh, shit. Großer Gott. Na, willkommen auf der Party. Wir sind wohl ein bisschen spät. Also diese Albasra haben wir hier. Hey, Nate. Die sind ja alle gestorben, die Gründer. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Das sind die ganzen Gründer. Was? Sie sind's. Eleanor, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Vergiftet. Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen, miese Drinks? Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmordkult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tu. Wollen wir wetten? Thomas Tu, Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und die Schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Tu laden sie hierher ein. Und, wie war das, Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery, erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer, ja. Außer die beiden. Und Tu, ja. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tu's Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. Größten Piraten. Alle in einem Moment mit einem Schnipser tot. Außer Avery und Tu's. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Thomas Tu, ja. Nimm man natürlich schon mit. Das ist das, was wir ja gerade schon gehört hatten. Sonst noch irgendwas hier? Oh ja. So. Zeichnung natürlich nicht vergessen. Für die Nachwelt. Hannah Among Thieves. Ehre unter Dieben. Among Thieves, Alter. Und Schade 2. Haben wir es nicht mehr weit. Hey, hier hoch. Langsam. Sei vorsichtig. Scheiße. Bin okay. Ich hab's. Wir treffen uns oben. Ah.
Hey. Hi. Wir sind sogar schneller als wir. Haha. So, und hier haben wir sie gesehen vorhin. Sam, Rafe, Nadine, die anderen Shoreline-Söldner. Stimmt. Ja, ich sehe. Halt die Augen offen, ja? Oh, hier haben wir auch nochmal Kanonen. Und hier ist der Schatz, den wir gesucht hatten. Der bemalte Mogul-Elefant. Mehr Kanonen. Genau wie bei Tu's Haus. Das Gift ist wohl mächtiger als die Kanone. Was? Naja, schließlich vergiftete er dann Erde. Tut mir leid. Ja, ziemlich schlecht. Ja, noch ziemlich hinterfotzig. Das alle einzuladen und dann zu vergiften, das ist schon extrem hinterfotzig. Aber dass die auch nichts gemerkt haben, so eine Kehrtwende, alle werden eingeladen, Kriegsball begraben, dies, das, Ananas. Keiner merkt es, dass es vielleicht irgendwie eine Falle sein könnte. Keiner ist drauf gekommen. Pompös. Warum hat der Thomas Tu nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Was? Der Produzent eurer Show? Nein, mein Manager bei Macho Nacho. Du warst mal bei Macho Nacho? Es war ein Highschool-Job. Hattest du auch so einen Hut? Der Punkt ist, mein Chef war ein paranoider Psychopath. Er war der Manager von einem Macho Nacho. Hör auf jetzt, okay? Wo sind sie? Da, Shoreline hat die Haustür versperrt. Und tja, wir haben anders reingefunden. Mal sehen, wo sie sind. Hier kommt es dann gleich noch zur Schießerei. Und wo sind jetzt die Shoreline? Frag ich mich auch. Wir müssten sie doch schon gefunden haben. Ja, sie haben sich in Luft aufgelöst. Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Mach da keine Witze drüber. Hey, na bitte. Bingo. Die sind unten lang. Dann hier lang. Elena, sieh mal hier. Die Spuren führen durch diese Tür. Mist, sie wird von der anderen Seite blockiert. Warum einen Weg blockieren? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Wow. Oh, und dann von unten. Ist diese Wichser einen immer so im Lauf? Scheiße. Mehr.
Bravo! Schießt du denn nicht, Digga? Okay, brechen wir die Tür auf. Mal sehen, was wir nicht finden sollten. Die sind auf jeden Fall gescheitert. Ganz klar. Bereit? Was ist das? Ein Brief? Geschrieben von Avery. Wirklich? Lies vor. Treue Untertanen. Die Sonne über unserem Paradies geht unter. Wir müssen seine Reichtümer verteidigen. Der Verräter Tu weiß alles über uns. Wir müssen schnell handeln. Nee. Zerstört den Damm, reinigt New Devon. Und los geht's. Aha. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Tu und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Bitteschön. Avery wollte ihn auch noch loswerden. Danke. Er wollte letztendlich alles für sich selber haben. Absolute Gier. Ist das krank, also nur. Gang. Ganz ehrlich, ich hätte wieder schon mit nur ein paar Stücke vom Schatz, hätte ich mich schon zufrieden und gegeben. Wo sind sie hin? Piratengeister. Sehen wir uns um. Ein paar Stücke hätten mir schon gereicht, um sich abzusetzen. Warum hat man so geil drauf, ist, Alter, seine ganzen Leute umzubringen dafür? Es ist halt wirklich krankhafte Gier. Schatz. Mogulgeschirr. Ich muss aber danach, glaube ich, mal die Anwendung neu starten. Oft habe ich diese Lecks, wenn ich die Anwendung wechseln tue. Dass, wenn ich jetzt in Uncharted 4 drinne bin und dann gleichzeitig YouTube öffnen tue, dann habe ich oft diese Lecks. Ich werde danach das Spiel auf jeden Fall mal neu starten. Das ist unglaublich. Was? Was hast du da? Das ist eine Kopie des britischen Fahndungsaufrufs für Avery. Er war wohl stolz darauf, der meistgesuchte Mann der Welt zu sein. Sams Feuerzeug. Oh shit. Ja, mit Absicht. Was auch immer wir suchen, es muss hier irgendwo sein. Hier muss noch ein anderer Ausgang sein. Vielleicht der Gang, den Avery im Brief erwähnt. Aber wo ist der Schalter? Nate. Ja,
Was gefunden? Ich glaube schon. Zum Schiff bringen. Ja. Ich glaube, das ist nicht mehr wichtig. Dann mal los. Vorsichtig. Hey, Bücken. Ja. Hier hat sich Avery wohl eine Panikhöhle gebaut. Ja, wo die wohl hinführt? Mist. Wir werden's rausfinden. Das hier sieht nicht stabil aus. Averys Abstieg. Das erinnert mich irgendwie an Teil 1. Da, frische Fußspuren. Sie müssen hier lang sein. Ganz schön viele Spuren. Machen. Auch in diese Katakomben unten drin waren. Mist. Was war das denn? Ich wette, Nadines Leute. Verwenden Dynamit, wo sie nur können. Ziemlich dämlich, das hier drin zu verwenden. Tja, die sind ziemlich dämlich. Oh oh. Hast du Ersatzbatterie? Ah. Wow, wow, warte. Eine Art Todesfalle? Ja. Scheiße. Wir haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Ah. Einfach nicht, wo keine Fußstapfen sind. Was? Und entspannen. Puh. Elena, schau. Die Spur ist hier zu Ende. Vermutlich ist der Gang hinter Ihnen eingestürzt. Hey. Lass uns das hier aus dem Weg räumen, okay? Ja. Verdammt! Da kommen wir nicht durch. Na, vielleicht jetzt doch hoch. Das ist noch eine Option. Ein bisschen länger. Mist. Komm schon, Jan. Hey, hast du noch Sams Feuerzeug? Ja, gute Idee. Komm schon. Komm schon. Klar ist das Ding leer. Auf dem Scheißboot hat er wie ein Schlot gequalmt. Ganz ruhig. Ich hab noch Streichholz. Wirklich? Na klar. Na bitte. Oh. Ah. Oh, sorry. Moment. Ah, oh, mein Kopf. Hallo? Hier drüben. Ah, bin gestolpert. Oh mein Gott. Ich bin fast bei den Stachelfallen gewesen. Oh meine... Digga, ich wäre fast da runtergerannt, wäre verreckt. Danke, du warst gut vorbereitet. Irgendwer muss das sein. Komm, suchen wir einen Weg. Romantische Beleuchtung. Der, also ich wäre da fast runtergerannt. Was du romantisch nennst. Sieht vielversprechend aus. Räuberleiter? Ja. Na komm. Okay, los geht's. Okay, und jetzt du.
Okay, danke. Vorsicht, Kopf. Lena muss ziemlich strong sein, wenn sie Drake einfach mal so hochzieht. Als wäre es nichts. Scheiße. Das ist unheimlich. Was steht da? Die Hände, die von mir gestohlen haben. Die Hände, die mich bestahlen. Oder mich bestahlen. Wow, an diesem Punkt war Avery schon völlig durchgedreht. Mir gefällt's hier nicht. Mir auch nicht. Los hier. Sieh mal. Avery hatte noch Galgen über. Übrig. Was? Man sagt übrig. Sicher? Ja. Tja, niemand mag Klugscheißer. Übrig. Ist das etwa eine Mumie? Oh. Ist okay? Ja, ich glaube schon. Was war das? Eine Falle. Avery wollte wirklich nicht, dass jemand hier runterkommt. Okay, pass auf dich auf. Ich? Du bist doch darauf getreten. Gut. Pass auf mich auf. Verdammt! Verdammt! Bist du okay? Ach, so weit, so gut. Bleibe lieber ein Stückchen zurück. Ja. Warum gehen die nicht an? Scheiße. Naja, jetzt wissen wir wenigstens, was vorhin explodiert ist. Ja, kein Wunder, dass der Gang überall eingestürzt ist. Na toll. Nee, hier ist eine Abkürzung. Ist es wirklich kürzer? Ich möchte nur optimistisch sein. Oh, okay. Auf jeden Fall begraben, ja. Diese Kammer hat Avery auch deponiert. Mehr menschliche Mobiles. Gut, Leute, würde ich sagen, das war eine weitere Folge Uncharted 4, Thief's End. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dorthin, haut rein. Euer Wolfgamer YouTube. Ciao.